dann hätten wir bei der eigentlichen Höhe ausgeleitet, die dafür vorgesehen war, um ans Limit zu gehen. Unter allen idealen Voraussetzungen hätte die Höhe nicht mehr ausgereicht und das Flugzeug wäre mit mir unten aufgeschlagen. Plötzlich beschlägt das Canopy. Null Sicht in der kritischsten Phase des Weltrekordfluges. Auf diese Ausnahmesituation kann man sich nicht wirklich vorbereiten. Aber man kann versuchen, das Maximum seiner mentalen Möglichkeiten zu erreichen. Ja, Walter hilft mir einfach, meine Leistung noch mehr zu optimieren auf dem Weg zum Weltrekord. Ich habe ihn kennengelernt als Charakterforscher und habe mit ihm darüber gesprochen, ob er mich betreut auf dem Weg zum Weltrekord. Er hat das Ganze bejaht und jetzt arbeiten wir eigentlich zusammen und versuchen für den Weltrekord eine mentale Höchstleistung hervorzurufen und auch mein Verhalten daraufhin abzustimmen, dass ich genau für den Tag top in Form bin. Die Arbeit mit dem Piloten stellte auch für den erfahrenen Mentalcoach Walter Rotter eine neue Herausforderung dar. Bei ihm ist es einfach so, dass er gesagt hat, ich bin gut, aber ich will einfach der Beste sein. Und aus dem Grund kitzeln wir ihm die letzten 5-6% noch raus. Also er würde das auch ohne mich schaffen, ganz sicher. Aber ich bin überzeugt, ich kann ihm einige Punkte noch geben, die er da noch mit einbauen kann. Und er ist ja einer, der sagt, ich will nichts dem Zufall überlassen. Ich will 100% Leistung bringen und dann kann ich ihn zumindest ganz stark unterstützen und kann ihn auf diesem Weg gut begleiten. Weil es ist ja keine Schwäche, wenn man einen Coach nimmt, sondern man kann noch ein paar Prozente rausholen. Und genau an den letzten Prozenten arbeiteten die beiden kurz vor dem Weltrekord intensiv. Mit Erfolg. Ja, das Coaching wirkt. Ich merke in gewissen Situationen, dass ich eine Rückkopplung kriege, eigentlich mehr von meinem Unterbewusstsein und an bestimmten Stellen ich dann mitbekomme, hey, jetzt muss ich was ändern über das, was ich tue, mein Verhalten oder meine Aussagen, die ich tätige. Und das sind wirklich schon erfolgreiche Schritte. Das ging so mit der ersten Woche bereits los. Doch auch Turbo musste sich erstmal mit dem Gedanken Mentalcoaching anfreunden. Ja, also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch gegenüber dem Walter. Charakterforscher hört sich ja ziemlich wild an. Je mehr ich Walter kennengelernt habe, je mehr ich mit ihm zusammengearbeitet habe, habe ich wirklich gesehen, da steckt eine Menge dahinter. Walter ist ein herausragender Mensch. Seine Geschichte ist fantastisch und das, was er tut, man sieht das auch in der Realität. Praktische Ergebnisse kann man jetzt schon sehen. Wir arbeiten jetzt gerade die ersten 3 Wochen zusammen. Going out early. Das Coaching durch Walter Rotter hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass Marc Grüne in den kritischen Situationen ruhig und klar fokussiert bleiben und trotz der Schwierigkeiten einen unglaublichen Weltrekord aufstellen konnte.